herzlich willkommen aus dem Markt Sulztal im Landkreis Bad Kissingen. Wir sind auf der Euerdorfer Straße und Euerdorf ist gerade mal knappe 2 Kilometer entfernt vom Markt Sulztal. So, schauen wir mal, was es hier zu sehen gibt. Was für ein Satz. Schauen wir mal, was es hier zu sehen gibt. Doppelt gemoppelt. Das ist die Hauptstraße hier. Metzgerei Schmidt. So, also, das ist die Hauptstraße hier. So, jetzt fahren wir die Hauptstraße wieder zurück. Auch ein schöner, ruhiger, gemütlicher Ort mit wenig Verkehr. Schöne Fachwerkhäuser. Das ist die Hauptstraße hier. Jetzt können wir, fahren wir mal hier weiter, auch die Hauptstraße. So, die Frage ist, ob ich von hier gekommen bin. Das weiß ich nicht mehr so genau. Ich denke es fast nicht. Doch, ich bin von der Euerdorfer Straße gekommen und es ist sie, ja tatsächlich, von hier bin ich in den Ort reingefahren. Da vorne geht es nach Euerdorf. So, dann können wir mal in die Hohe Straße abbiegen. Schauen wir uns ein paar Seitenstraßen an hier. So, das Hohe Straße, wie gesagt.
kreuzen die Hauptstraße. Geht's da jetzt weiter? Die Raiffeisenstraße. So, jetzt fahren wir zur Kirche hoch. Ups, da wird es eng. Nee, da komme ich glaube ich nicht durch. So, dann fahren wir mal in die Eichstraße. Weiter. Nicht gescheit, weiter zumindest. Und so, was haben wir da fahren? Das ist die Hauptstraße wieder, nehme ich fast an. So, da hätten wir wieder die hohe Straße. So, vielleicht dann mal runter. So, da haben wir die Hauptstraße dann wieder. Jetzt fahren wir mal hier geradeaus und haben diese wunderschönen alten Gebäude rechts, Gasthof zum Hirschen. Die Wirtsgasse hätten wir da rechts. So, hier geht es zur Kirche, fahren wir mal geradeaus, die Buchgasse. Rechts geht es zu der Kirche hoch. So, jetzt haben wir die Kirche vor uns. Haben es doch geschafft, daher zu kommen. So, und da vorne war der Weg versperrt eben. So, das ist auch ein Fußgängerweg hier. Können wir hier nach links vielleicht noch mal rein. Ne, das ist nur eine ganz kleine Straße, das lohnt sich glaube ich nicht. Machen wir lieber doch nicht. So, was hätten wir da noch? Die Hörlesgasse hier gleich. Links. Gasse, die Bachgasse. So, da waren wir schon. Das ist die Gartenstraße.
Seite. So, dann schauen wir uns diese Gasse nochmal an. Die Raiffeisenstraße kommt mir bekannt vor, der Name. Ah ja, da waren wir schon. So, da hätten wir nochmal die Hörlesgasse in die entgegengesetzte Richtung. Und ansonsten sollten wir die meisten Straßen und Gassen gesehen haben hier im Ort. So, damit haben wir unsere Mission erfüllt und den Markt Sulztal uns angeschaut. Wir haben den Ort verlassen und ich verabschiede mich. Tschüss.